Problem? Man lässt uns Männer nicht mehr Mann sein. Weder die Gesellschaft noch die Frauen. Die Frauen am allerwenigsten. In den Augen der meisten Frauen sind wir Geliebter, Vater, seelischer Mülleimer, Hausfrau. Genau aus diesem Grund müssen wir Männer uns Rituale schaffen. Männerrituale. Damit wir es schaffen, uns wieder wie ein Mann zu fühlen. Damit wir wieder Mann sind. Der Sinn dieser Rituale, ja, Geschwindigkeit herauszunehmen. Wieder eine eigene Identität zu spüren. Und das ist wichtig, Männer. Dabei ist es egal, welches Ritual wir wählen. Hauptsache, es stärkt uns im Geist als Mann. Denn manchmal habe ich den Eindruck, dass Mannsein in der heutigen Gesellschaft verpönt ist. Wie gesagt, früher gingen die Männer jagen. Sie verteidigten die Familie und die Frauen gegen Feinde. Und heute? Heute sind viele von uns Männern angepasste Weicheier. Immer schön lächeln, alles gut nach außen. Und innen drin brodelt es. Die heutige Gesellschaft braucht Ja-Sager und Opportunisten. Und ich hoffe, dass du nicht dazu zählst. Geh deinen Weg. Deinen Weg. Jedermann braucht ein Ritual. Und das Ritual, und wenn es das Rasieren ist, das müssen wir mit Bedacht ausführen. Man sollte sich dafür Zeit lassen. Eine Stunde, wenn es sein muss. Eine Stunde. Nur für dich. Mit deinen Gedanken. Als Mann. Und niemand darf damit rein. Weder ein Freund, weder die Kinder und vor allem nicht die Frau. Nein. Das ist meine Zeit als Mann. Rituale. Sie können schmerzen, sie müssen wehtun. Sie müssen uns zum Nachdenken anreizen. Ja. Männerrituale, das ist nichts für Pussys. Einmal die Woche, ein Ritual deiner Wahl. Sei wieder ein Mann, besinn dich, deine Identität als Mann. Und dann steh dazu, egal was die anderen sagen. Wenn du dich rasierst, bei strömendem Regen,
im Garten, im Wald, bei minus 10 Grad, dann ist das deine männliche Identität. Und das ist richtig so. Niemand soll dir das nehmen, wenn du das möchtest. Und die Entscheidung, identisch du zu sein, die triffst nur du. Niemand nimmt sie dir ab. Niemand. Männerpower ist noch nicht vorüber. Noch lange nicht.